Innovation entsteht nur durch Tun und nicht durch Reden. Wir sind heute bei Leonard Weiss, Experience Day im Bereich künstliche Intelligenz. Wie soll das anders sein? Und wir haben mit Blackboard für euch einen ganzen Tag organisiert. Das eine ist GPT 3,5 und das andere ist GPT-4. Es geht ja heute um KI. Wer weiß, was der Unterschied ist? Eine kostet. Ja, das ist immer die erste Antwort. Das eine kostet, das ist wirklich. Ich stehe hier mit Christian Ott, einem der Geschäftsführer. Und wir haben jetzt 12 Stunden hinter uns. Du als CFO saß in der ersten Reihe. Gib mal deinen Eindruck wieder von heute. Was nimmst du mit? Richtig genialer Tag. Irre viele super Impulse. Ganz, ganz viele Themen, die zum Nachdenken anregen. Ganz tolle Stimmung, die wir alle erleben durften und tatsächlich ganz viel Greifbares schon. Das ist für uns immer das Wichtige, dass man wirklich die Technologie, wie sie sich entwickelt, worüber man viel liest, greifbar macht. Was ich mitgenommen habe von euch wiederum, ist eine Kultur der Offenheit. Und ich hatte es eingangs gesagt, der wichtigste Schritt ist die offene, lernende Haltung. Und hier saßen 120 Menschen, die mit uns an den Sessions mitgearbeitet haben, wirklich eingetaucht sind. Erzähle ich es meinen Kollegen? Hab das mit der KI gemacht. Oder sage ich, oh, ich habe es mit der KI gemacht. Sag, oh, Alter, Wochenende durchgearbeitet. Mir hier, also, guck mal, was da für ein Text rauskam. Boah, das war wirklich Arbeit. Welches Modell nutzt man jetzt tatsächlich für die Dinge, die man machen möchte? Ja, ihr habt jetzt den Weg mit GPT-4 gewählt. Das macht auch durchaus Sinn, weil das das Modell ist, was gerade wirklich am meisten, am weitesten vorne ist. Das ist einfach eine Riesenmenge, die ihr da reingeben könnt an Hintergrundinformationen. Wie viel da mittlerweile schon möglich ist. Das ist genau richtig, euch mit ChatGPT erstmal auseinanderzusetzen, mit dem Modell, was hier hinten dran hängt, weil auf Copilot greift auf nichts anderes zu wie das hier. Zwölf Stunden hinter uns, GenAI Day bei Blackboard für Leonard Weiss, der Mann, der auf die Idee gekommen ist, Attila. Wenn du jetzt auf heute guckst, wir haben ja mit euch was Besonderes gemacht. Wir sind nicht nur in, wie funktioniert ChatGPT und was kann ich machen, sondern wir haben euch ein Framework vermittelt, wie ihr damit umgeht, kulturell. Das hat man bei euch auch richtig gespürt. Vor allen Dingen die Idee war ja, dass wir das ja gemeinsam machen, dass wir nicht als IT damit beginnen und uns was überlegen, sondern kommen, wir starten gemeinsam, schaffen uns ein eigenes GPT und laden alle zusammen ein. Und das ist tatsächlich auch passiert. Es sind so viele tolle Ideen entstanden, die ich mir auch gedacht habe, wow, die müssen wir eigentlich sofort umsetzen. Tolle, tolle Projekte. Also ich bin sehr zufrieden. Man muss dazu sagen, es sind nicht viele Unternehmen so gut vorbereitet wie ihr. Wie viel Aufwand war das im Vorfeld, das möglich zu machen, dass alle bei euch intern so etwas benutzen können? Ich glaube, der größte Aufwand war, alle von der Idee überhaupt zu überzeugen, zu sagen, dass es eine gute Idee ist. Weil die meisten schütteln den Kopf, auch in der IT. Und, aber die Geschäftsführung war sofort auch heiß drauf und hat gesagt, mach Attila. Und meine Mitarbeiter haben es auch super Spaß gemacht. Und ich denke, Innovation entsteht nur durch Tun und nicht durch Reden. Und so war es dann, dass die Teams im Software Engineering ihren Spaß hatten, in der Infrastruktur hatten ihren Spaß, eben das aufzubauen und experimentieren. Das Feedback war ja so, alle wollen weitermachen und wollen das benutzen. Und ja, wir haben begonnen. In diesem Sinne, Lesen macht Angst, Ausprobieren macht Lust. Meldet euch nicht nur bei uns, sondern auch bei Leonard Weiss, denn AI gibt es nicht nur in Startups, sondern auch in der Baubranche. Und das macht sehr viel Spaß, daran mitzuarbeiten.